Schönen guten Tag zu einer weiteren Folge der archäologischen Führung hier im Landesmuseum Hannover in Zeiten der Corona-Pandemie. Ich spreche heute mal wieder über mein Lieblingsthema, die Jungsteinzeit, und habe einen ganz neuen Aspekt herausgegriffen, über den ich bisher noch gar nicht gesprochen habe, nämlich Fortschritt. Fortschritt ist ja etwas in unserer heutigen Zeit, was praktisch täglich passieren muss. Innovationen jagen sich im Sommer, wenn wir jetzt nicht gerade in der Corona-Krise sind, praktisch wöchentlich. Alle diese Innovationen basieren eigentlich auf sehr alten Technologien. Und die wichtigsten Technologien sind eigentlich alle in der Jungsteinzeit erfunden worden. In dem Moment, wo die ersten Bauern nach Niedersachsen kommen, bringen sie Ackerbau, Viehzucht, Hausbau, den Brunnenbau, die Keramik und das Weben mit sich. Aber einige andere Sachen, die kommen erst in einem späteren Abschnitt der Jungsteinzeit, und da spiele ich vor allem auf die vielleicht wichtigste Erfindung der Menschheit, Rad und Wagen, auf der einen Seite und Metalle auf der anderen Seite an. Das passiert nach heutigem Kenntnisstand im 4. Jahrtausend vor Christus, also zwischen ungefähr 3800 und 3500 vor Christus. Und ich habe Ihnen hier einige Exemplare mitgebracht, die in diese Zeit gehören, die uns ein bisschen darüber unterrichten, woher diese neuen Innovationen kommen. Und zwar geht es um diese beiden wunderschönen Schaftloch-Äxte aus Kupfer. Kupfer ist das erste Metall, das die Menschheit lernt zu bearbeiten. Noch vor der Bronzezeit können Menschen reines Kupfer bearbeiten. Kupfer wird im Schwarzmeerraum als erstes verwendet, also nicht unbedingt eine vorderorientalische Erfindung wie die Ackerbau und Viehzucht, sondern wir denken da vor allem an das heutige Balkangebiet oder den Kaukasus. Und in diesem Raum wird die Kupfertechnologie so weit verbessert, dass im 4. Jahrtausend erste Legierung, also Menschen gelingt es, Arsen und Kupfer zu einer Arsen-Kupfer-Legierung zu verbinden. Dort werden diese Verbindungen also hergestellt. Und diese beiden Äxte, die ich Ihnen hier zeigen kann, kommen definitiv auch eben nicht aus Niedersachsen selbst, sondern das sind Importe, die wir uns aus dem Schwarzmeerraum als wertvolle Gaben hierhin transportiert vorstellen können. Und das wirklich Wichtige ist, nicht nur die Arsen-Kupfer-Legierung, sondern auch Rad und Wagen und höchstwahrscheinlich auch das Pferd, also das Fortbewegungsmittel, was bis zur Erfindung der Eisenbahn eigentlich den Überlandverkehr in Europa definiert, kommen in dieser Zeit alle aus dem Schwarzmeerraum und verändern das Leben noch einmal ganz, ganz dramatisch. Und das kann ich Ihnen an diesen beiden Objekten mal zeigen, dass wir das wirklich auch an den Artefakten belegen können, wo solche Technologien herkommen.